Im Wesentlichen unterscheidet sich der Panther und der Panther Electric durch die Antriebsform bzw. den Antriebsstrang. Während beim Panther 606 sowohl Vortrieb als auch Pumpenantrieb mittels eines leistungsstarken Dieselmotors gewährleistet wird, erfolgt dies beim Panther 606 Electric durch Elektromotoren. Das Design und das Lichtkonzept des Panther Electric wurde im Vergleich zur aktuellen Panther-Baureihe noch nachgeschärft. Wir kombinieren sozusagen die aktuellen Stärken des Panthers mit den Vorteilen der Elektromobilität. Das bedeutet, Kabine, Löschsystem, Bedienkonzept und Aufbaustruktur unterscheiden sich im Wesentlichen nicht voneinander. Beim Panther Electric handelt es sich um ein seriennahes Konzept, das sich im Übergang zur Serienentwicklung befindet. Die elektrische Antriebsplattform wird mehreren Panther-Modellen zur Verfügung gestellt und sukzessive ausgerollt. Den Anfang wird der Panther 6x6 mit Start im Laufe des Jahres 2024 machen. Der Panther Electric ist als rein elektrisches betriebenes Einsatzfahrzeug konzipiert und schafft daher ein lokal emissionsfreies Fahrzeug sowie zudem einen gesünderen Arbeitsplatz. Die massive Geräuschreduzierung unterstützt die Einsatzkräfte vor allem in stressvollen Situationen. Die eigene Rosenbauer E-Antriebsplattform ermöglicht beispielsweise ein maßgeschneidertes Batteriekonzept und unterstützt uns zielgerichtet auf die speziellen Anforderungen eines Flughafenlöschfahrzeugs einzugehen. Mit dem integrierten Range Extender befindet sich eine Rückfallebene an Bord, die das Fahrzeug bei erweiterten Fahrten oder Trainings mittels Dieselmotor zusätzlich mit Energie versorgt. Im rein elektrischen Betrieb besteht sowohl in der Fahr- als auch in der Löschperformance beim Pumpen und bei Wurfweiten keine Einschränkung. Das neue Lichtkonzept besteht aus einer Nahumfeldbeleuchtung mit Hochleistungs-LED-Bändern und bahnbrechenden Flugfeldscheinwerfern. Der Panther Electric kann sowohl mit Gleich- als auch mit Wechselstrom geladen werden und besitzt eine maximale Ladeleistung von 250 bis 300 Kilowatt. Das ermöglicht ein Aufladen des Fahrzeugs für einen Einsatz in ca. 25 Minuten.